So, willkommen also heute zu einer weiteren Folge der Clicker Idle und Incremental Games. Als nächstes geht's bei Trailer Park Boys weiter. Jetzt ist natürlich hier der Bonus schon mal wieder ausgelaufen. Also den kann ich immer jederzeit wieder aktivieren. Das heißt, man müsste alle 12 Stunden vorbeischauen, um zumindest die doppelte Kohle einzunehmen. Und hier, ja, das kannst du dir an den Hut stecken. In generell diese Deals, die ihr anbietet, sind eigentlich nie wirklich zu gebrauchen, außer ihr seid ganz, ganz, ganz knapp und braucht irgendwie gerade noch einen kleinen Push, was die Slickware angeht. Ansonsten ist es eigentlich sinnvoller, lieber die Karten zu behalten, weil die doch schwerer zu bekommen sind. Oder ihr habt ausnahmsweise von irgendwelchen Karten zum Beispiel, also hier habe ich 239, das sieht sehr, sehr viel aus und da kann man mal 5 Karten verschmerzen und hoffen, dass genug neue kommen, bevor man das wieder aufleveln will. So, ihr seht, ich bin gerade aktuell wieder jetzt inzwischen vor Ende Season 19. Also im Moment, ich würde so sagen, 2 Tage vielleicht, um eine Season abzuschließen. Das kommt dann noch darauf an, ob ihr noch die Zusatzmissionen macht, die eigentlich nicht unbedingt notwendig sind, um die Season abzuschließen. Das kommt immer wiederum dann wieder darauf an, wie oft ihr Liquor sammeln wollt und grinden wollt. Also hier jetzt erstmal den 2 Stunden. Also alle 2 Stunden kann man jetzt den kostenlosen Truck bekommen, wo eben einmal das Liquor drin ist. 486 von 500 maximal ist schon ganz ordentlich. Dafür 5 Karten von den 14 möglichen. Also das sind ja die beiden Maximalwerte. Und besonders interessant ist auch der Daily Trank, den es inzwischen gibt. Weil hier gibt es neben dem Liquor, was ein bisschen weniger ist als bei dem anderen, vor allen Dingen eine epische Karte normalerweise. Also gucken wir mal, ob das so bleibt. Also 449 ist nicht schlecht, bei 450 1 unter Maximum. Dann eben genau eine epische Karte von eben einen von den 3 Hauptdarstellern, Hauptcharakteren und dann noch eine, ja, irgendwelche anderen Karten jedenfalls. Auf jeden Fall ist eigentlich jetzt immer eine epische dabei gewesen. Und so kriegt man dann auch nach und nach die 3 hier aufgelevelt. Ich weiß nicht, ob ich die in den normalen Autos schon mal bekommen habe. So, was gilt es jetzt hier noch zu tun? Also gucken wir mal, ob jetzt, es ist keins auf Stufe 50 mehr abzugraden. Und was besonders interessant ist, was mir beim ersten Spiel irgendwie überhaupt nicht aufgefallen ist, das Spiel ist tatsächlich, hat noch eine Klickmechanik. Und zwar, ich kann hier Auto klicken. Also ich kann das natürlich hier bei jedem Geschäft machen. Lohn tut sich das an sich nur bei dem, das auch den meisten Umsatz hat. Unabhängig davon, was es an Sekunde an Einnahmen bringt, sondern das hängt tatsächlich davon ab, was hier als Maximalzahl steht und der bringt dann auch am meisten. Das sieht man jetzt natürlich wenig, weil sich die Zahl kaum bewegt. Das ist auch ganz lustig, weil die haben ja irgendwie so eigene erfundene Zahlen und die sind zumindest in der Hinsicht alphabetisch geordnet. Also was auch immer da für eine Bezeichnung rauskommt, also tatsächlich einfach A, B, C, D, E und so weiter. Das heißt, hier ist jetzt aktuell J, die Dinger kosten L und dazwischen müsste eigentlich irgendwo K liegen. Also ich kann ja mal die Kohle ausgeben, macht ja eh keinen Unterschied. Genau, also hier seht ihr die K-Jillionen und dann müsste hier auch jetzt deutlich zu erkennen sein, wenn ich da halt klicke. Und ihr seht auch den Unterschied, wenn ich hier klicke, mit dem 0,1, was da kommt und im Vergleich zum Beispiel, wenn ich hier klicke. Okay, das war jetzt nicht der Klick, den ich gemacht habe, sondern das sind andere Sachen, die natürlich hier automatisch eingesammelt werden. Also ihr seht, dass der Klick hier keinen Effekt hat. Deswegen, es lohnt sich dann natürlich an den teuersten zu klicken. Das werde ich auf jeden Fall in der nächsten Season auch dann mal ausprobieren, die ich gleich mit euch starten werde. Inzwischen, nachdem es am Anfang ja eher so vulgär war und die beiden so als ein paar Hallodris und schlimme Jungs irgendwie rüberkamen, sind die inzwischen schon ein bisschen sympathisch geworden fast, weil sie nicht jedes Mal die Verursacher von den Problemen waren, sondern teilweise auch ziemlich an der Nase herumgeführt worden oder verarscht worden und dann halt ja eigentlich auch nur ganz normale Menschen sind, die über die Runden kommen wollen. Insofern war das schon, ja, so mit Season für Season wird es schon immer interessanter, warum sie jetzt eigentlich noch eingesperrt werden und wer sie dann wieder über den Tisch gezogen hat, um letztlich auf ihre Kosten dort auch Kohle zu machen. Als eine, was halt noch ein bisschen nervt, ist eben, dass dieses Shop-Symbol sich nicht deaktiviert.
weil ich halt theoretisch irgend so einen Trank kaufen könnte, aber es gar nicht vorhabe. Ich werde die weiterhin erstmal aufheben und mal sehen, wie und für was ich die dann ausgebe, weil einfach die Dinger zu selten sind. Ja, bei Holiday City Reloaded, wo ihr ja gesehen habt, dass es bis zu 60 Goldbahnen allein durch dieses eine Element dort gibt, plus die Daily Belohnung und so weiter, was hier alles halt nicht vorhanden ist, da ist es eben im Vergleich die deutlich freigebiger mit ihrer Premium-Währung. Muss halt jeder schauen, wie er das Ganze aufbaut und dass er halt nachher seine Rechnung bezahlt bekommt. Dass die hier mir ans Herz gewachsen sind, also Season 12 war zum Beispiel, ich weiß nicht mehr genau, wie es ausgegangen ist, aber auf jeden Fall hatten sie gar nichts wirklich richtig angestellt. Sie hatten gar nichts Neues gemacht, außer natürlich ihre üblichen illegalen Geschäfte, aber sind halt dann trotzdem wieder verknackt worden. Obwohl sie halt einfach auch noch versucht haben, eben, wie gesagt, Geld zu verdienen. Und was wir jetzt gleich mal durchspielen werden mit dem neuen Season, da werde ich dann gleich drauf eingehen. Aber dann machen wir jetzt erstmal hier noch das Bonus fertig, weil ich habe jetzt die letzten Tage vor allen Dingen Liquor gesammelt. Nicht eigentlich mit dem Ziel, das zu machen, aber ich bin halt noch nicht dazu gekommen, was die Season neu zu starten, weil ich das erst heute mit euch zusammen machen wollte. So, jetzt ist natürlich die Sache, ich soll vier Businesses renovieren. Ihr seht, die beiden haben auf jeden Fall nicht genug Karten. Hier irgendwas auszugeben, um diese Missing-Karten zu machen, werde ich auf jeden Fall nicht machen. Sondern stattdessen habe ich hier unten noch Geschäfte, die ich aktuell nicht verfügbar habe. Das heißt, die kann ich auf jeden Fall noch renovieren. Das heißt, hier werde ich schon mal anfangen. Einfach dort, wo es letztlich auch am günstigsten ist. Weil dann kann ich nämlich noch genügend Liquor mit in die nächste Season nehmen. So, dann machen wir hier noch die 2500er komplett. Was auch zu beachten ist, obwohl die Zahlen so schön groß aussehen, insbesondere wenn ihr die bei den Charakteren nachher seht, also die steigern sich zwar, aber die steigern sich immer um den gleichen Faktor. Also zum Beispiel Donner hat, ich glaube hier auch den Vierer-Multiplikator. Genau, also ihr seht es ja in der Gleichung. Das heißt, der Wert steigert sich auf das Vierfache. Der Wert steigert sich nicht um 256, also verwechselt nicht die Zahlen mit der Steigerung, sondern eben, wenn Donner aufsteigt, steigt der bestehende Wert. Klar, das ist Einnahmen steigen um 4, deswegen ist der Multiplikator um 4 gestiegen. Ja, also ich versuche es nachher an einer anderen Stelle nochmal zu erklären. Also jetzt hier, ihr seht, das hat im Moment 261. Und wenn ich das jetzt renoviere, hat es hier eben auch einen Faktor von 3. Also der Multiplikator, also vorher hat es ja ganz normal 3 gehabt, dann ist es auf 9 hochgestiegen mit einem Multiplikator von 3 und jetzt nochmal mal 3 ist es auf 27 gestiegen. Das heißt aber nicht eben, dass der Wert jetzt hier um 27 steigt, sondern er steigt dann auf 750 irgendwo in der Dreh. Also ihr seht es jetzt bestimmt gleich. So von 2,6 auf irgendwo 700 irgendwas. So, 785. Also deswegen verwechselt diese hohen Multiplikatoren nicht damit, die steigen alle linear an, letztlich immer um den gleichen Multiplikator. Entweder Dreier-Multiplikator oder Vierer-Multiplikator, je nachdem, das ist am besten hier bei den Charakteren zu sehen. Also die normalen Charaktere haben, wenn man hier ein Upgrade macht, also hier würde der Multiplikator um 3 zunehmen, während bei den Rare ist der Multiplikator, liegt der Multiplikator eben bei 4. Bei den Uniformen mag das nochmal ein bisschen anders sein. Mal gucken, was hier angezeigt wird. Okay, hier steigt er nur relativ gering an, um 0,5. Keine Ahnung, ob das so bleibt. Was ihr auch noch beachten müsst, wenn ihr die Aufgabe habt, Charakter aufzuleveln, dann gilt das Aufleveln der Kostüme nicht. Also ein Kostüm-Upgrade ist kein Charakter-Upgrade. Das heißt, wenn ihr da dann das Geld rausschmeißt, dann bekommt ihr jedenfalls nichts, was den jeweiligen Task dort erfüllt. So, und jetzt mal gucken, wer hat jetzt das Höchste mit 29, 4, 785. Gut, die anderen kann ich mir nicht leisten. Wobei K natürlich nochmal stärker wäre, aber wie gesagt, ich muss ja das nehmen, was ich tatsächlich zahlen kann. Ja, bei den beiden, da fehlen auf jeden Fall noch ein paar Charakter-Upgrades, deswegen lasse ich die jetzt erstmal noch. Und werde dann ja, in den nochmal investieren. Habe ja da schließlich auch genügend Karten, um dann noch ganz guten Puffer zu haben.
So, und das war jetzt eben auch wieder der Dreifachmultiplikator eben von 27 auf 81. So, dann den letzten Track für diese Season. Genau, also hier gibt es dann wieder die Karten noch dazu, ein bisschen Liquor und noch mehr Karten. Und damit gehen wir in die nächste Season. Ja, zwei würden jetzt hier noch fehlen, wenn ich die jetzt natürlich noch upgraden könnte. Aber 1,8 hoch 2, das ist schon, also 1,8L ist schon noch ziemlich lange hin. Weil nämlich jedes Mal, wenn ich hier eben einen so einen Multiplikator freischalte, der eben hier jetzt alle 50 Personen kommt, bekomme ich sowohl ein bisschen Liquor als auch eben neue Karten. Deswegen ist sowas natürlich immer sehr sinnvoll mitzunehmen. Aber schauen wir mal, wie die Season diesmal zu Ende geht. Ja. Also ich werde die Liquor sparen, um dann im nächsten einfach schon schneller vorwärts zu kommen und werde es jetzt nicht für die paar Klicks dort vorbereiten, weil so viel lohnt sich der Bonus dann auch nicht. Also Ricky und Julian, get fuck out of here. Und hier seht ihr auch das Schöne, wenn ihr Kostüme habt und die umstellt, dann werden die Charakter auch mit diesen Kostümen so dargestellt. Oh fuck, what is now, George? We count these two shit stuffing their pants with pepperoni. Ach so, genau. Die haben sie vorher losgeschickt, dass sie in irgendwie Kaufhäusern Zeug klauen sollen. Jetzt sind sie halt erwischt worden und von wegen, die Kaufhäuser kümmern sich nicht drum, wenn man bei ihnen was klaut. Das ist halt dann nicht so ganz der Fall. Genau, und der hat irgendwie ein neues, keine Ahnung, ob man das Getränk essen oder irgendwas nennen kann, wo halt alles mögliche Zeug drin ist. Auf jeden Fall, ja, sind sie damit jetzt wieder auf der Nase gelandet. Und jetzt war es das schon. Und deswegen, also auch wenn ich jetzt inzwischen bei 4,71 als Multiplikator angekommen bin, reicht es trotzdem noch nicht, um tatsächlich hier mit dem Autoklicker überhaupt bis Stufe 5 zu kommen. Und die Multiplikatoren gehen nicht so schnell hoch, als dass die ja irgendwie dann einen großen Bonus liefern könnten. Also insofern ist der Autoklicker-Effekt hier auch deutlich begrenzt. So, und Donner wieder. Ah ja, genau, okay, bei dem Police Dale gibt es auf jeden Fall auch epische Karten. Und dann natürlich hier doch ein paar mehr Hash Coins und ein bisschen Liquor. Der Dancer von Non-Profit. Okay, Boys, it's time to get the Dirty Dancer running again. Okay, but we're gonna need more Dancers. Ja, und wo kriegen wir die her? Das werden wir schon rausfinden. Wir registrieren den Dirty Dancer als ein Non-Profit Home for Single Mothers. So, the government sent uns all the ladies we can handle. Die sind ja lustig. What about that non-profit part? That's the beauty of it. If we spend all the profits, it's a non-profit. Incredible man, you are a regular Alfred E. Einstein. Genau, vor allen Dingen Alfred. Okay, das heißt, hier habe ich jetzt tatsächlich mal wieder einen Park, wo deutlich mehr Häuser sind, weil vorhin waren es ja jetzt wieder nur 6, jetzt sind es wieder mal 8. Und ihr seht jetzt hier schon Get und Spend Liquor. Das Spend Liquor kann ich zumindest gleich relativ schnell dann erledigen. Weil die eine Schwierigkeit ist so ein bisschen, ich habe immer wieder versucht, die so zu synchronisieren, dass ich eben das Spend Liquor zum Beispiel dann zusammen mache, wenn ich die Aufgaben bekomme, Businesses abzugraden und so weiter. Aber irgendwie scheinen die auch teilweise genau so hintereinander gelegt zu werden, dass ich erst den Liquor spenden muss, dann kommt hier das Upgraden von Businesses oder Charaktern und so weiter. Also es klappt nur bedingt. Aber deswegen, ich fange jetzt erstmal wieder mit den Get Customer Bonuses an, damit ich halt hier dann die 50er Schritte machen kann. Naja, die haben schon wieder eins von diesen Angeboten, die mich ja nicht wirklich interessieren, weil Free-to-Play bleibt für mich Free-to-Play. Also davon sind es jetzt erstmal 35 zu holen. Danach kommen hier eventuell Upgrades von wegen, dass eine bestimmte Mindestanzahl oder dass mehrere irgendwie 300, 400 Customer haben sollen oder ja, vergleichbare. Also es gibt eben eine ganze Menge Aufgaben. So, nochmal kurz. Also die Aufgaben sind eben zunächst mit dem Kundenbonus, Karten sammeln, Liquor ausgeben und sammeln, dann Mindestzahl an Kunden für verschiedene Geschäfte. Später gibt es eben auch die Möglichkeit, dass Geld eingesammelt werden soll. Das wiederholt sich meistens auch mehrmals. Es kann auch sein, dass
Also sowohl eine bestimmte Anzahl an Geld einsammeln oder eben einfach nur eine bestimmte Geldmenge. Dann die Tauschaktion. Also es gibt manchmal auch Events, wo man hier diese Tauschakt durchführen soll. Ja, dann muss man halt einfach schauen, dass man das dann zumindest notgedrungen in der Form macht, um dieses einen Task abzuschließen und da den Bonus zu bekommen. Deswegen also jetzt erstmal die Customer-Bonus bekommen und in der Hoffnung, dass dann schon was kommt, was ich upgraden soll, damit ich die Spend-Liquor tatsächlich doppelt, also für zwei Ziele auf einmal nutzen kann. Was auch ziemlich lustig ist, am Anfang geht es relativ langsam, dann steigen die Multiplikatoren ziemlich rasant an, teilweise auf 500 oder 1000 oder so weiter. Und dann gehen sie später wieder ziemlich schnell wieder den Bach runter sozusagen, also dann werden sie ziemlich schnell wieder kleiner. So, dieses Team, also dieses Filmteam schafft immer nur relativ wenig, also irgendwo zwischen 1 bis 4, vielleicht sogar 5. Und mal sehen, wann jetzt hier der nächste Storyteil ausgelöst wird. Was im Endeffekt hier auch wieder dazu kommt, okay, genau, hier muss ich Lucy wieder upgraden, hier muss ich Roger upgraden. Das heißt, die Sachen kann ich alle nicht automatisieren, bevor ich eben nicht die Charakter dann upgradet habe. Deswegen ist es ziemlich wichtig, möglichst viel Liquor zu sparen und natürlich dann hoffentlich auch genug Karten zu haben, um die jeweils noch aufzuleveln. Das heißt, ich habe im Moment noch kein einziges Gebäude hier, das sich tatsächlich automatisieren lässt. Super. Weil das ist nämlich dann ein Riesenproblem, wenn ich offline bin und natürlich kein Gebäude haben sollte, das Cash produziert. Dann kann ich mir das Offline-Bonus-Zeug auch sparen. Ja, also es sind jetzt tatsächlich bei überall, also bei jedem von den Businesses noch mindestens ein Upgrade notwendig, um überhaupt die automatische Cache-Funktion freizuschalten. Aber im Moment ist Cache ja noch gar kein Problem, kann ja noch mehr als genug Upgrades hier überall machen. Und die 35 Customer-Bonus-Elemente sind jetzt auch ziemlich schnell erledigt. Ich habe jetzt nicht darauf geachtet, wie viele Liquor ich auch durch die Upgrades aktuell bekommen habe, aber ihr seht ja immer hier so die Karten rumfliegen, die dann entweder für die Business oder Characters dann eben Upgrades ermöglichen. Also, der erste ist abgeschlossen. Okay, geht 380 Customers für 8 Businesses, also das ist jetzt das Minimum-Limit, was wieder zu erreichen ist. Mal gucken, wie gut das klappt. So, 400, also die gehen noch ganz gut. So, aber das muss für die anderen 4 jetzt auch noch erledigt werden. Okay, auf jeden Fall habe ich jetzt schon so viel Liquor eingesammelt, wie für diese Aufgabe da notwendig war. Das ist sehr schön. So, bei den Autos sind eigentlich am interessantesten, also zumindest die Autos hier oben, die haben normal ziemlich wenig Liquor, deswegen sind da eigentlich die Karten immer am interessantesten. So, jetzt soll ich weitere Karten bekommen. Deswegen ist natürlich wichtig, die auch sofort einzulösen, bevor ihr dann hier weitere Upgrades kauft. Nicht, dass ihr dann sozusagen Schwierigkeiten habt, an die nötigen Karten zu kommen, die ihr da einsammeln sollt, um die Tasks abzuschließen. Weil jetzt geht es ja erstmal noch hier darum, tatsächlich die 380 voll zu bekommen. Und dann haben wir auch schon fast den nächsten Karten, also auch den Task dann schon abgeschlossen. Also mal gucken, ob es diesmal klappt, das Spend Liquor mit einem Update-Task zusammenzubringen. Also hier bekomme ich jetzt auf jeden Fall auch die Karten, um letztlich den Kartentask abzuschließen, weil 3 Karten sollten hier auf jeden Fall drin sein. Genau, da sind sie. Und nochmal 5 dazu. Das heißt, das hat auf jeden Fall gereicht. Okay, Bubble, lay it on me. I looked up non-profits at the library. You need a lot of signatures to make one. So get door knocking, we need those ladies. I can do all that fucking work, Julian. Fine, get Curry to help you. Na gut, dann sind sie jetzt auf Unterschriftensammlung, damit sie das ja, Non-Profit-Profit-Ding hinbekommen. Bin ja echt mal gespannt, ob sie dann dafür entsprechend verknackt werden, weil sie Non-Profit betreiben würden und das gar nicht tun dann oder das Profit dann nicht wirklich ausgeben oder wie auch immer. Also diesmal ist jetzt Customers für Dirty Dancer, das ist der hier vorne. Ja, das Tank-Ding ist diesmal gar nicht da. Und 900, genau, also er bekommt jetzt die Crazy Update, den 1000er Multiplikator, was zumindest dabei hilft, hier ziemlich zügig, ja, wie ihr seht, den 900 nahe zu kommen. Mal schauen, wie weit es tatsächlich klappt. Auf jeden Fall hier den nächsten Get Liquor Task auch schon bekommen. Ich kann jetzt hier halt ganz gut mit den
Upgrades, eben ein paar von den Liquor-Sachen kaufen. Werde jetzt an der Stelle allerdings auch schon mal den ersten tatsächlich ausgeben und mal gucken, ob ich mir das Lucy Upgrade. Okay, Lucy ist nicht genug, also sie hat nicht genug Karten. Wir können jetzt höchstens im Store gucken. Okay, sie ist gerade verfügbar. Das heißt, ich könnte 6 Karten kaufen und Level 5 reicht ja zumindest. Also das ist dann, also ich habe inzwischen aufgehört, im Store zu kaufen, aber im Moment habe ich genug davon und dann kann ich zumindest das Ding automatisieren, was ja auch immer noch am schnellsten mit durchläuft. Und mache hier erstmal das erste Upgrade. 700 ist natürlich happig, aber damit ist der Task dann auch gleich wieder abgeschlossen. So, also ihr habt gesehen, das war der normale Vierfachmultiplikator. Es ist nicht um Tau, also nicht um zig Hunderte gestiegen, sondern es ist einfach 4-mal so hoch wie zuvor. Und jetzt kann ich es automatisieren und bekomme mir dann schon mal schön den Cash reingezogen. So, damit ist das auch erledigt. Genau, jetzt bekomme ich genau den Task, 3 Charakter abzugraden, also die liegen dann sozusagen dahinter. Dann gucken wir mal jetzt, welche Charakter hier noch abgegradet werden können. Wie gesagt, das Upgraden von Kostümen zählt an der Stelle nicht. Und ich bräuchte halt die mit dem niedrigsten Level, beziehungsweise gucken wir mal, also hier ist Steve Rogers, Level 5, das kostet nur 500. Und mal gucken, ob das ausreicht oder ob die andere eigentlich auch noch abgegradet werden muss. Ne, da kann ich den gleich aktivieren. Dann ist der nämlich auch schon automatisiert. Aber hier, den kann ich jetzt auch in Kürze abschließen. Das heißt, da warte ich jetzt mal noch, dass der dann zusammenläuft, dass ich den auf 900 bringen kann und dann mal gucken, was am sinnvollsten jetzt weiter zu kombinieren ist. Und damit ist letztlich die Hälfte der Season auch schon wieder rum. So, 900 geschafft. Und dann gucken wir mal, was da als nächster Task steht. Wahrscheinlich jetzt eventuell Kohle einsammeln. Julian, maybe you can shitting explain to me why I catch curry putting my name on this petition. Relax, Jim, it's fine. It's a charity for young mothers we are setting up. Ja, der wird da wahrscheinlich auch wieder Ärger machen. Ja. Der ist da immer auch ein ziemlicher Spielverderber, wenn er nicht seinen Vorteil und seine Sachen bekommt. Genau, also jetzt ist das Collect Cash. Das geht relativ schnell, aber ich soll ja K collecten, das heißt, das dauert auch noch eine Weile. Gut, dann schauen wir mal, dass ich hier den nächsten freischalte. Also, G-Rock, bist du verfügbar? Ja, Level 5, allerdings auch für ein Rare ist es dann 700. Aber zumindest ist dann der nächste Laden hoffentlich automatisierbar und bekommt natürlich auch nochmal einen ordentlichen Bonus. So, machen wir erst den Truck auf, weil wer weiß, was sich dahinter verbirgt. Es gab auch schon mal Sachen, dass ich, glaube ich, eine bestimmte Anzahl automatisieren soll. Okay, jetzt soll ich Liquor ausgeben. Sehr nett. Dann machen wir das doch gleich im nächsten Laden. Also, Candy, bist du auflevelbar? Jawohl. Nur 400. Das ist jetzt natürlich zu wenig, weil ich glaube, ich sollte 420 ausgeben, oder? Ja, sogar 540. Hätte ich mir doch jemand anders aussuchen sollen, wo ich 700 zahlen muss. Aber schauen wir mal. Also im Moment, wenn ich jetzt 3 Läden habe, die automatisiert laufen, ist das schon ganz okay. Es würde auch mit einem reichen. Hauptsache, es gibt halt überhaupt einen Offline-Fortschritt, was das Cash-Einnehmen angeht. Alles andere ist dann eher zweitrangig, wie viele und ob jetzt alle irgendwie da zusammenspielen. So, jetzt kann ich ja nochmal gucken. Also das J hier ist jetzt aktuell am höchsten und kann ich jetzt mal den Autoklicker einsetzen. Okay, aber es ist jetzt nicht so schnell, dass zumindest der andere, also dass der Task jetzt sehr schnell erfüllt wäre. Also gucke ich mal bei den Charakteren noch, ob ich irgendwo noch ein Kostüm upgraden kann, weil die sind erstmal nicht so teuer. Hoffe ich. Mal gucken. 300. Ja, das ist doch okay. Dann machen wir hier ein 300er Upgrade und dann sollte das passen. Weil Spenden, da zählt es natürlich. Nur bei Character Upgrades zählt es nicht. Okay, und jetzt sollte ich noch 2 Businesses renovieren. Mal gucken, für welche ich da genug Kohle habe. Okay, er hat jetzt hier schon so ein Ding. Also der wäre noch möglich. Ich lasse den mal offen, falls es tatsächlich die Aufgabe gibt, solche Tasks zu machen.
Aber jetzt gucken wir erstmal, was hier die sinnvollsten Investitionen sind. Wobei es wahrscheinlich sinnvoll wäre, die erstmal alle hochzuziehen, aber erstmal noch nicht. Wie gesagt, G, H, I, J sind dann auf jeden Fall die höchsten. Das heißt, den J kann ich auf jeden Fall, gut, ich soll ja nur zwei upgraden. Das heißt, ich werde die beiden Js upgraden und dann sind auch meine League Force langsam aufgebraucht. Haben mir aber sehr gut geholfen, eben jetzt hier aktuell in der Season schon sehr, sehr schnell weiterzukommen. So, das sind dann natürlich auch beides automatisierte. Das ist natürlich auch hilfreich, dass das sich dorthin gehend auswirkt. Also auch hier habt ihr gesehen, das war ein Dreier-Multiplikator, der einfach nur dann eben weiter vorhanden war. Und die hohen Zahlen haben keine Aussagekraft, weil sich der Wert einfach nur weiterhin verdreifacht mit jedem Upgrade. Hey, why did you call me? This shit words are up to something, George. I know it. Natürlich. That sounds like the liquor got the better of you again. The liquor doesn't get the better of me, George. I get the better of it. Jawohl. Okay, du besauf dich mal weiter und wir schauen mal hier. Okay, ich soll jetzt wieder Karten bekommen. Also gut, dass ich die jetzt noch nicht weiter aufgelevelt habe, weil jetzt kann ich mir nämlich hier für die Multiplikatoren sowohl Liquor als auch Karten sammeln. Also ihr seht, theoretisch ist es durchaus möglich, relativ schnell so eine Season durchzuspielen, weil ich müsste jetzt nur noch einen vervollständigen. Das heißt, die Liquors, die ich jetzt noch einsammeln muss, werde ich wahrscheinlich auch recht zügig zusammenbekommen können. So, also der da ist auf jeden Fall gleich fällig, ja. So, aber da ist jetzt eben, die Multiplikatoren gehen dann wieder deutlich nach unten. Ist auf jeden Fall nicht mehr so leicht möglich, das Ganze zu pushen. Bin sicher, dass der Laden, der die höchste Profitrate hat, egal wie schnell er ist, auf jeden Fall das höchste Klickergebnis bringt. So, also mit den Werten, die ich da manuell einsammeln kann, da kann ich hier mit dem Klicken auf jeden Fall deutlich schneller was zusammenbringen. Und da kann ich jetzt hier wahrscheinlich den vorne als nächstes upgraden und dann mal gucken, ob da noch ein paar Infos kommen, in welche Richtung sie jetzt eigentlich laufen. Weil allzu viel haben sie jetzt noch gar nicht erzählt, wie sie das jetzt mit ihren Unterschriftenlisten dann machen. Mal sehen, was ihnen dann vorgeworfen wird. In der Hinsicht ist es auf jeden Fall immer ganz nette und lustige Dialoge. So, diese Spiele haben Handlungen. Die Frage ist natürlich, was dann nach der letzten Season passiert. Ich kann mal nochmal aufmachen. Ich glaube, ich habe auch schon eins... Genau, ich habe hier sogar schon eine Karte von einem bekommen, der ja erst mit Season 26 freigeschaltet wird. Aber solche Karten können trotzdem schon gedroppt werden. Und hier ist eben, wie gesagt, das Alien-Kostüm ist nicht so lustig, aber ist immer noch lustiger als das Ding da. Und manche sehen wirklich sehr, sehr viel schöner aus mit so einem Kostümding. Bei anderen sind die Kostüme aus meiner Sicht ein kariertes Hemd oder was? Nee, auf keinen Fall. Also da könnt ihr dann immer schön ein bisschen den Style bestimmen, wie sie halt eben auftauchen. Und genau, also sein... Nee, das war das andere. Ach, die sehen beide so fleckig aus. Ich dachte, einer war ordentlich an blau angemalt. Aber naja, sie haben sich halt einfach nur angequankert. Aber ja, deswegen und hier so diese Upgrades. Die Boni sind relativ gering, was hier die Schlagkraft angeht. Sowohl bei ihm als auch bei der Ziege, die ist ja auch schlagkräftig. Deswegen lasse ich das bisher mal außen vor. Mal sehen, wann ich die verwende. Sie ist auf jeden Fall deutlich sympathischer in der ja, Lieutenant Uhura-Kraft, dachte ich. Aber Space Vixen-Kostüm, naja. Auf jeden Fall sieht es besser aus. Auch wenn sie auch ziemlich unsympathisch rüberkam. Ich weiß nicht mehr, was sie in irgendeiner Season dann angestellt hat. Und glaube ich auch dafür verantwortlich war, dass die einmal wieder im Knast gelandet sind. Aber so ist das eben. Jeder macht sein Ding und die drei gehen halt wieder ins Gefängnis. Wobei es mich tatsächlich wundert, nach so vielen Vorfällen, dass die überhaupt wieder rausgelassen würden. Also zumindest glaube ich in den USA ist es unwahrscheinlich, dass nach mehrfachen Drogendelikten jemand dann überhaupt noch rausgelassen wird. An sich ist es auf jeden Fall eine gute Stelle, bei der man dann ja, Feierabend machen kann. Weil jetzt dann das über Nacht laufen zu lassen und idealerweise dann eben am nächsten Morgen den Collect Cash zu machen und dann natürlich auch hier den 2-Stunden-Bonus wieder zu holen und deswegen dann so ein Ding dann am zweiten Tag abzuschließen. Ich kann natürlich jetzt mit einem Upgrade von dem Business noch versuchen, das weiter zu pushen.
Das eine ist das KitKat, was dann nochmal verdreifacht wäre. Das wäre dann zumindest höher. Aber ich brauche dazu 700, das heißt, da brauche ich noch ein paar Liquor, die ich natürlich mit dem nächsten Upgrade auf jeden Fall bekommen könnte. Also mit dem nächsten 50er Upgrade. Oder vielleicht auch die relativ bald. Ja, das waren jetzt sogar tatsächlich fünf Einheiten. Das heißt, ich bräuchte bloß noch einmal das Fernsehteam, dann hätte ich auch die 700 zusammen. Das heißt, dann liegt der Multiplikator tatsächlich bei 8. Das heißt, 8 mal das hier wären dann 160 irgendwo in der Dreh. Das wäre natürlich besser als hier, das nur mal 2. Dann wäre es eigentlich am sinnvollsten, die abzugraden. Gut, dann bringen wir noch den nach vorne. Der müsste auch bald noch ein Upgrade für das Level haben, also die Customers. Und dann ist der mit 150 auf jeden Fall nochmal deutlich größer und ermöglicht mehr über das Klicken. Ja, das sieht doch jetzt schon recht freundlich aus. Das heißt, jetzt kann ich die 31 auf jeden Fall einfach nochmal voll machen. So, und da jetzt auch nochmal ein Upgrade, also mindestens mal 2, sogar mal 25. Also das dürfte jetzt sehr, sehr schnell gehen. Ja, ihr seht's. Also das war jetzt eine gute Entscheidung, das abzugraden und damit dann hier abzuschließen. Hier gibt es jetzt natürlich nicht allzu viele Liquor, gar keins in dem Fall. Aber ich habe sogar gleich den nächsten Trank abgeschlossen. Wahrscheinlich war der auch Money sammeln. Genau, weiß es nicht. So, jetzt wieder Collect Cash. Was aber auch ziemlich schnell wieder gehen dürfte. Die Seasons soweit sind eigentlich auch sehr angenehm zu spielen, weil sie sind ja jetzt nicht wirklich zäh, sie bauen gut aufeinander auf. Die einzelnen Boni, wenn ihr die Season nicht zu schnell beendet habt und irgendwie durchgehackt seid, sondern eben jetzt tatsächlich die auf den passenden Leveln habt, klappt das ganz gut. Natürlich ist es vor allen Dingen entscheidend, dass die einzelnen Geschäfte halt dann genug oder die einzelnen Businesses eben genug Geld abwerfen, damit eben die Upgrades hier wirklich passen und geleistet werden können oder halt erworben werden können. Weil ohne die wird es wahrscheinlich ziemlich schwierig werden, an die entsprechenden Karten ranzukommen und auch das Liquor so ohne weiteres anzusammeln, ohne immer auf diese 2-Stunden-Zyklen zu warten. So, der nächste ist gleich fertig. Sowohl das nächste Auto als auch das nächste Upgrade für ein Geschäft. Also her damit. Nochmal 2 Karten, nicht sehr viel. Get Customers for Dirty Dancer. Das ist der hier vorne. Okay, da muss ich noch einiges reinstecken dann. Was ich aktuell überhaupt nicht einschätzen kann, ist tatsächlich, in welchem Umfang diese Ziele, wie eben dir zum Beispiel die 120 Customers für oder 1120 Customers für Dirty Dancer, dynamisch irgendwie angepasst werden. Das heißt, wenn ich jetzt den Dirty Dancer zum Beispiel nur bis 1000 hochgelevelt hätte, hätte der dann 50 weniger haben wollen oder wie hätte der das dann gemacht? Weil da ich das Spiel natürlich nur in eine Richtung spiele und nicht mehrere Versionen parallel, wo ich irgendwie anders entschieden habe, kann ich da wenig sagen, ob sich das generell anders verhält. Aber wenn ihr zum Beispiel jetzt Season 20 auch schon gespielt habt oder gerade noch spielen werdet, könnt ihr mal vergleichen, ob ihr euch dort generell, also ob die Ziele tatsächlich irgendwie random sind oder ob die fix vorgegeben sind und tatsächlich dann ein Szenario so strikt designt ist, dass es für jeden gleich daherkommt. Ich kann es aktuell nicht einschätzen. Dazu müsste ich das Spiel wahrscheinlich von vorne anfangen und nochmal neu aufzeichnen, um rauszubekommen, ob es irgendwie dann anders funktioniert oder die Abläufe irgendwie anders sind. Also mal gucken, wie hoch der Multiplikator bei 600 sein wird. Oh, immerhin noch 5-fach Multiplikator. So, dann sollte damit ja ein paar andere Upgrades noch deutlich zügiger vonstatten gehen. Also alle, die jetzt hier, also ich denke mal hier die ganze Reihe, die jetzt hier ziemlich zügig auf die 50 zugeht und dann natürlich auch der. Auch wenn die jetzt relativ wenig bringen, was natürlich das Geldeinkommen angeht. Aber sie bringen Karten und Liquor, das ist entscheidend. Ja, schon ein bisschen schade, dass man den Abschlussdialog erst sieht, wenn tatsächlich der Bossfight ausgelöst wird. Ja, aber ohne ein paar von den 2-Stunden-Autos werde ich den Liquor und die Karten nicht mehr zusammenbekommen.
Ja, das wäre dann ja zum Beispiel so ein Fall, wenn es tatsächlich ziemlich knapp wäre, die 20 Liquor hier umzutauschen, beziehungsweise die 5 Karten gegen 20 Liquor einzutauschen. Aber es ist schon ein sehr, sehr schlechtes Geschäft. Weil eine Karte kostet mich ja mindestens 5. Ich weiß gar nicht, war das jetzt eigentlich ein Rare? Ja, es ist sogar ein Rare. Das heißt, eine Karte kostet mich schon 15 Liquor, wenn ich die einkaufen wollte. Das Rechnen tut sich das auf jeden Fall überhaupt nicht. Wenn ich den dann abgeschlossen habe, da gibt es natürlich jetzt auch schon wieder einen Silbertruck. Vielleicht gibt der schon genug Karten, um die nächste zu schaffen. So, dann mal schauen, ob hinter dem Auto noch eins wartet. Oder ob das dann hier tatsächlich jetzt die letzten beiden Autos sind, die dann noch zu vervollständigen werden. 4 Karten. 7 Karten, sehr schön. Okay, es gibt noch ein Collect Cash. Wir waren 50 Minuten weg, das heißt, das Auto ist noch nicht verfügbar, aber in 4 Minuten. Das heißt, die 4 Minuten, das Cash Collecting hat auf jeden Fall nicht ausgereicht. Da ist nicht so viel zusammengekommen. Das heißt, da müsste ich noch nachhelfen. Okay, also die Dinger gehen relativ schnell hoch. 3,0. Das heißt, das Collect Cash könnte ich auf jeden Fall zusammenbekommen und die 4 Minuten warte ich jetzt auch noch. So, ich brauche jetzt aktuell nur noch 15 Karten und eben die 200 Liquor. Das heißt, wenn ich das Cash-Auto vervollständige, sollte das schon ziemlich dicht dran kommen, was die Karten angeht auf jeden Fall. Und das kostenlose Auto sollte hoffentlich in der Lage sein, die 200 Liquor zu schaffen. Ist natürlich immer eine Frage des Zufalls, wie hoch tatsächlich die Liquor-Einnahme sein wird. Aber ja, drückt mal die Daumen, dass das dann alle drei abgeschlossen werden können. Und dann kann ich tatsächlich mit euch die Season 20 heute gleich fertig machen. Das heißt, das hat dann nur, gut, mit der Vorbereitung, da ich ja natürlich mehrere tausend Liquor angesammelt hatte, hat es dann geklappt, innerhalb von wenigen Stunden jedenfalls eine Season komplett abzuschließen. Und ich hoffe mal, dass dann keine weiteren Autos mehr kommen, sondern dass die drei Silbernen, die da so als Bonus-Option, Objectives auftauchen, dann tatsächlich die letzten waren. Oder mal sehen, was dann noch auftaucht. Vielleicht noch eine Spend Liquor-Mission, das wäre natürlich ein bisschen nervig, weil die Liquor dann zusammenzubekommen. Das Auto ist unser. Also, her damit. Jawohl. So, 477 L. 3 Karten. 6 Karten. 16 Liquor. Okay, wir brauchen noch 4 Karten und das waren die letzten Autos. Also, drückt mal die Daumen, dass im letzten Auto jetzt hier mindestens 4 Karten kommen. Und die benötigten Liquor, die wir noch brauchen. Also. Claim. 150 Liquor. Oh! Verdammt. 7 Karten. Okay, die Karten haben. Ha, wenn wir die Karten haben, können wir natürlich hier noch ein paar Liquor bekommen. Ihr seht schon, es könnte tatsächlich so knapp sein, dass hier die 20 Liquor, die ich hier bekommen kann, relevant werden könnten. Also, gucken wir mal, was ich hier jetzt bekomme. Also, 4,9L, 5 Karten, 2 Points, 17 Liquor. Okay, also das kriegen wir hin. Da warten wir jetzt nochmal zweimal die Fernsehteams ab und dann kriegen wir die Season 20 abgeschlossen heute. Super! Das gefällt mir natürlich. Auch wenn ihr den Anfang von der nächsten Season natürlich dann auch schon gleich sehen werdet, von der 21, die ich dann nicht mehr abschließen werde. Aber ich muss sie natürlich zumindest so weit spielen, dass ich hier wieder Auto-Collected Money habe. So, schauen wir mal, wer schneller ist. Fernsehteam oder 2L. Wir haben es geschafft. Collect das letzte Auto der Season. Es hat tatsächlich nur 2 Liquor gegeben. Unglaublich. Also, ja, mit der letzten Karre. Immerhin noch ein Hashcoin. Also, auf zum Bossfight. Okay, everybody, we got the paperwork done. Okay, and the Dirty Dancer Home for Single Mothers official open. Wow, okay, also,
Was passiert jetzt? Most of the dancers boss the kids to work. Oh, kriegen sie Ärger, weil die Kinder dort in so einem Etablissement dann drin sind? I think that one just had a baby, Julian. Here they are, George. Okay, child endangerment, guys. This is a new law. Ach du meine Güte. Also es geht dann eher um die Kinder, als dass sie das Ganze als... Ha, das war's schon. Mehr wird dazu nicht gesagt. Okay, also da seht ihr, dass die Gründe, wofür sie eingesperrt werden, irgendwie immer ein bisschen kürzer werden. Aber es ist irgendwie doch eine ganz nette, lustige Geschichte irgendwo. Dass sie davon ein Non-Profit machen wollten, das hat überhaupt keine Rolle gespielt. Aber weil dort jetzt ein Baby aufgetaucht ist, ja, wofür auch immer sie dann genau eingesperrt werden, ich weiß es nicht. Also, hier haben wir wieder ein paar epische Karten. 5 für sein Kostüm. Karten, wieder mehr Karten und noch mehr Karten. Okay. Also, Season 20 komplett. Und die nächste Season, der Super Duper Industrial Bubbles Honey Earlinator. Hey, gibt's eine neue Firma? Boys, I don't know if we are gonna make it. No matter how much we earn, we are not pulling ahead. Ja, ihr kommt einfach nicht vorwärts. Irgendwie dreht ihr euch ständig im Kreis. Genau, take all the wheat and we got. Take all the wheat we got and turn it to honey oil. Okay. Und ihr habt 3 Probleme. We are gonna need a fucking oil refinery to process this much wheat. Okay. I don't know how the fuck to build a refinery. Und was ist das dritte Problem? Warum sagst du mir kein drittes Problem? Das hier scheint die Raffinerie zu sein. Gut. Also, Start wie immer. Einkaufen. Einsammeln. Ah, ich habe wieder die Tankstation diesmal. So, was haben wir diesmal? Get Customer Bonus, 42 Stück. Ja, hier habe ich jetzt genau das Problem, dass ich solche Trades vervollständigen soll, um das abzuschließen. Naja, hoffen wir mal, dass dann ein paar vernünftige Sachen auftauchen, wo ich tatsächlich so viele Karten im Überschuss habe, dass es mir nicht so weh tut, die tatsächlich abzugeben. So, also jetzt erstmal hier durchschauen. Und jetzt natürlich wieder die Frage. Ja, er braucht jetzt ein Upgrade. Okay, den hier kann ich wenigstens kaufen. Das heißt, das geht ganz gut. So, dann ist bloß noch die Frage, wie viel 2G brauche ich? Jetzt bin ich gerade mal bei C angekommen. Also das dauert noch ein bisschen, bis das finanziell möglich ist. Aber zumindest geht es überhaupt. Das heißt, ich habe auf jeden Fall mindestens einen Laden, den ich halt als Offline-Cache dann verwenden kann. So, mal gucken. Der hier, der braucht auch wieder ein Update. Der hier ebenso. Das heißt, das ist alles dann ein bisschen nervig, weil da werde ich jetzt auf jeden Fall einiges wieder an Liquor tatsächlich sammeln müssen. Das ist das, was dann tatsächlich dauert. Da kann ich ja von Glück sagen, dass ich da jetzt einiges Liquor angesammelt habe, weswegen wir dann das 20. Season so relativ zügig abschließen konnten. Und hier ist das neue Business, Honey Earl Refinerie. Raffinerie. Ja. Holy fuck, Bubs, look at that thing. I call it the super duper industrial bubbles honey olinator. Ja, super Bubbles, you are a certified fucking genius. Ja, der hat wieder alles gebastelt und jetzt können wir was auch immer wieder produzieren. So, Cory Level 6 ist nötig, um den überhaupt zu automatisieren. Okay. Hier Level 3, Level 4. Also ihr seht schon, diese Spirale, die ganzen Charakter hochleveln zu müssen, ist auf jeden Fall weiterhin vorhanden. Und mal schauen. Hier war es jetzt mit G, F. Gut, der ist jetzt schon, jetzt ist er auf G. Dann kann ich den jetzt automatisieren. Dann habe ich jetzt zumindest eine Einnahmequelle, die auf jeden Fall dauerläuft. So, das Spend Liquor kann ich natürlich auch gleich nutzen. Ja,
Aber Shitty Bill kann ich, glaube ich, nicht upgraden. Nee. Und vor allen Dingen bis Level 7. Der ist jetzt gerade mal Level 5. Das heißt, da müsst ihr auch darauf achten, wenn ihr das relativ spät macht, dass der nicht nur ein Level-Upgrade braucht, sondern der braucht sogar zwei Level-Upgrades. So, Cory muss ich noch upgraden, weil den brauche ich ja für hier hinten, um das zu automatisieren. Wenn das das Einzige ist, wäre das natürlich praktisch. Dann gehen wir doch dahin und geben die 600 dort aus und haben damit auf jeden Fall den einen Truck erledigt. Haben ein paar Skillpunkte und kann ich hier gleich den, ja, das andere dann hoffentlich automatisieren. Ja, mit 8K kann ich es dann automatisieren. So, da sind jetzt gleich die Boni komplett. 50, 42, 50, 42 meine ich. Also genug Boni eingesammelt. Und jetzt mal schauen, was dann als nächstes kommt. 450 Customers für Honey Oil. So, what do we need to make that much Honey Oil? Ja, eine Unmenge an Alkohol. That boost you can drink. Ah ja. Sambuca? Ne, das ist Medizinzeug. Also richtiger medizinischer Alkohol. Alles klar. Also die sollen jetzt 450 bekommen. Also wie ihr seht, es läuft am Anfang einfach super flüssig. Die ersten Upgrades, das letzte zieht sich oder kann sich ein bisschen ziehen, je nachdem. Wie, was, wo, wann, wie. Also das heißt, die Complete Trades muss ich warten, bis die verfügbar werden. Und das bedeutet jetzt aber, ich muss auf jeden Fall erstmal jetzt abwarten. Und also mal gucken, das wäre natürlich gut, wenn ich das jetzt noch aktivieren kann. Mal gucken, was haben wir denn hier noch für Einkünfte? Wieso bringt der jetzt doch mehr als der andere? Weil ich bin ja eigentlich davon ausgegangen, dass der Zahlenwert selber ausreicht. Aber anscheinend hat es dann doch noch mit was anderem zu tun. Weil das Ding ist ja unglaublich langsam. Was hat denn das? Also da wird auf jeden Fall erstmal notwendig werden, dann ein Upgrade zu haben. Weil der Time-Faktor ist so unglaublich niedrig. Ja, da geht es dann gleich schon 10-mal schneller. Und im Moment braucht er 34 Stunden. Das heißt, selbst mit dem Faktor von 10 braucht er immer noch 3,5 Stunden. Das heißt, bevor das nicht 2-3 Mal aktualisiert ist, upgradet ist, bringt das ja gar nichts. Das heißt, da kommt überhaupt keine Kohle zusammen. In der Hinsicht scheint dann Zeit doch ein Faktor zu sein. Klar, wenn die Sachen nur wenige Sekunden bis Minuten brauchen, dann macht es keinen großen Unterschied. Aber wenn das sich über mehrere Stunden verteilt, dann kommt da tatsächlich nicht mehr bei raus. Also es ist doch eine Kombination von dem Gesamtwert und dem, was die pro Sekunde durchlaufen. Ja, das andere Ding kann ich sowieso nicht, das würde auch nicht nützen. Der würde ja in den 10 Stunden das Ding nicht einmal abholen. Das heißt, da reicht das andere hier vorne dann auf jeden Fall eher. Und das kann ich auf jeden Fall hier gleich nochmal aufleveln. Jetzt bin ich hier. Ha, jetzt hat er nochmal einen 500er Faktor. Ja, Wahnsinn. Ja, das ist echt unglaublich. Also nachdem er erst zweimal nur ganz wenig aufgestiegen ist, hat er jetzt einen ordentlichen Push bekommen. Das ist gut. Gut, dann kann ich mir das K da hinten wahrscheinlich doch gleich noch leisten. Schauen wir mal, dass wir den hier noch zu Ende pushen. So, danach kommt ja wenigstens gleich K. Aber jetzt brauchen wir noch 1000. Dann mal gucken, wie der hier aufsteigt. 500 und 100. Weiter, weiter, weiter. 20. Naja, es nimmt schon wieder ab. Und 2. Naja, mit 413 ist der jetzt nicht unbedingt besser als der da. Aber zumindest wird der andere automatisiert abgeholt. So, aber dann sollte ich jetzt hier die 450 auf jeden Fall zusammenbekommen. Sehr schön. 18J. Das reicht bei weitem noch nicht. So, was kriegen wir jetzt? Get 5400 Customers total. Okay, dann kriege ich das jetzt zumindest zusammen. So, das heißt, ich werde jetzt aber erstmal aufhören tatsächlich. Genug von dem Spiel für heute. Und ich werde jetzt erstmal die Complete 3 Trades, also diese Trades hier dann zusammenbekommen, bevor ich hier die ganzen Upgrades mache, damit ich natürlich das Liquor und auch andere
Kartensammelboni hoffentlich dann noch abschließen kann, wenn ich die beiden erstmal fertig habe und dann dort das mit den anderen hier kombinieren kann, weil sonst muss ich da doppelt warten, wenn ich die jetzt hier alle schon hochlevele und dann hier keine Karten und keinen Liquor mehr einsammeln kann. Also, soweit für heute. Also von Trailer Park Boys, Greasy Money, heute dann mit der 20. Season auch komplett durchgespielt. Und mal sehen, ich werde es auf jeden Fall weiterspielen und mal sehen, was da für nette Geschichten noch rauskommen und was eigentlich am Ende passiert, wenn alle Seasons durchgespielt sind. Wobei das ja eine ganze Menge sind. Hier gibt es zumindest bis Season 56. Also da ist noch einiges zu tun. Ein paar Wochen würde sicherlich noch dauern. Und dann bis zum nächsten Mal.